So, da bin ich wieder, Dr. Derm erklärt. Und heute habe ich Ihnen was zum Thema Wurmeier mitgebracht. Ja? Endoparasiten sind eigentlich nicht so mein Ding, also eher die Ektoparasiten, da kann ich vor allen Dingen über Milben, meine Lieblingsmilbe ist ja die Demodex-Milbe, stundenlang reden. Aber heute geht es um, was sollten Sie in der Prüfung sagen, wenn die Frage lautet, woran erkennen Sie Wurmeier? In diversen Videos habe ich schon gezeigt, wie macht man eine Kotuntersuchung, was ist der Unterschied zwischen Flotation, Sedimentation, dann gibt es noch dieses Trichter-Auswanderverfahren für die Suche nach Lungenwurmlarven, nach Bärmann, so wie heißt das, oder man kann Nativpräparat machen oder man kann einen sogenannten Giardien-Schnelltest machen. Dafür habe ich schon alles Videos gemacht, aber jetzt Prüfungssituation, woran erkennen Sie Wurmeier? Und da habe ich ein paar Ausdrucke gemacht. Wenn man alleine mal auf das Bild guckt, dann sehen die ja unterschiedlich aus. Das heißt also, Sie können sie einmal an der Form, ja, die können eher so oval sein, hier so zitronenschalenmäßig, also nicht Zitronenschalen, sondern wie eine Zitrone aussehen. Dann gibt es natürlich auch Größenunterschiede, die sehen Sie hier nicht, aber die sind ähnlich groß, die sind ein bisschen kleiner als die und die sind auf jeden Fall viel kleiner. Das hier ist ein Beispiel für ein Spulwurmei. Spulwurmeier erkennt man wirklich an dieser richtig dicken, fetten Schale. Ja, sie sind relativ groß. Sie haben einen oft bräunlichen Inhalt. Das heißt also, Farbe ist auch wichtig und der Inhalt ist wichtig, weil wenn Sie gucken, diese beiden, das sind Bandwürmer. Ja, das hier ist zum Beispiel Dipylidium caninum. Das ist der Gurkenkernbandwurm und sieht ja auch so ein bisschen aus, wie wenn Sie eine Gurke aufschneiden und dann haben Sie hier so ganz viele kleine Eierpäckchen. Jetzt haben wir wieder, also das hier ist Toxocara, also ein Spulwurm. Das hier ist auch ein Spulwurm, also eine Nematode. Aber da ist noch was ganz Besonderes. Da habe ich jetzt nicht unbedingt so einen abgefahrenen Inhalt wie hier. Aber hier habe ich diese wunderbaren Polkappen. Manche Wurmeier besitzen die. Oder ein super deutsches Wort, man nennt es auch Polpfropf. Also P-F-R-O-P-F. Sagen Sie lieber Polkappe, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Und dann hier zum Beispiel würde man das beschreiben mit dünne Schale, durchsichtig, fast transparent. Und das hier wäre zum Beispiel eine Oozyste von Kokzidien. Also die korrekte Antwort auf die Frage, woran erkenne ich ein Wurmei? Form und Größe, Schale, Inhalt, Polkappen. Habe ich Farbe schon gesagt? Ich glaube schon.